Hallo liebe Zuschauer und willkommen zurück auf meinem Kanal mit meinem Bad Hair Day, wie man unschwer an der Kappe erkennen kann. Ich habe mich jetzt dazu entschlossen, die alten Videos von meinem Rollgolf-Umbau wieder online zu stellen, reuploaden. Denn dann seht ihr, dass ich nicht nur quatsche, sondern auch wirklich ein Elektroauto bauen kann und auch bauen werde, im Fall jetzt von meinem Bus. Leider hat es damals einige, ja nicht Strikes, aber Demonetarisierungen gegeben, weil ich hauptsächlich Musikstücke verwendet habe, die Copyright haben. Zur Zeit der Veröffentlichung hatten die keines. Und dann plötzlich hieß es, nachdem das Ding ein halbes, dreiviertel Jahr online war, dass jetzt plötzlich Copyright auf irgendeinem Musikstück ist. Darum habe ich ursprünglich auf meinem alten Kanal alle Videos wieder runtergenommen, gelöscht. Jetzt probiere ich weitestgehend diese Musikstücke irgendwie zu ersetzen, sofern ich noch irgendwie die alten Daten wiederfinde. Bei vielen Videos habe ich leider die Originaldaten nicht mehr. Dann muss das Ding halt silent sein. Tut mir leid. Es ist so, wie es ist. Ich reuploade auf jeden Fall die Serie, wenn es sein muss, ohne irgendwelchen Ton, beziehungsweise mit der anderen Musik. Aber dann fehlen meine Erklärungen. Kann ich jetzt nichts machen. Habt Spaß mit dem Video. Seht es euch an. Und überzeugt euch, dass ich wirklich ein Elektroauto bauen kann. So, die E-Tankstelle in Biberach ist heute belegt. So eine Scheiße. Hier mit dem i3 und hier mit dem Twizy. Schade, hier kostet das Tanken nichts. Heute stehen zwei Autos davor. Ja, anderthalb. Ja, egal. Ich habe genug Akku. Komm gut wieder nach Hause. Dann lass ich laden jetzt einfach. So, jetzt werde ich hier den Dachhimmel einziehen beim Golf. Ich will ja noch an den hinteren Sitzplätzen eine separate Lampe einbauen. Dazu muss ich jetzt ein Loch in den Himmel reinmachen. Und dann werde ich noch irgendwie so einen kleinen Deckel oben dran machen müssen, weil die Lampe ist ja einigermaßen dick. Und das würde mit dem normalen Dachhimmel nicht funktionieren. Da müsste ich dann oben im Blechenloch rausschneiden. Das sieht ziemlich doof aus. Darum muss ich irgendwie unten dran Box oder sowas machen, wo die Lampe drin sitzt. Aber erstmal ein Loch für die Kabel rausschneiden. Und dann sehen wir weiter. Dachhimmel ist ein ziemlich labberiges Teil. Aus so einem Schaumstoff, so ein harter Schaumstoff. Gibt es wahrscheinlich nicht mehr zu kaufen. Darum sollte man mit dem vorsichtig sein. Irgendwo hier in dem Bereich werde ich das Loch rausschneiden müssen. Weiß noch nicht. Dann tue ich ihn erstmal rein und guck dann, wo ich das Loch rausschneiden muss. Sorry, mach schon mal von der Luft. Kabelgedöns von der Zentralverriegelung kommt jetzt rein. Ist eine ganz billige von eBay. Ich glaube, mit Motoren hat das Ding 30 € gekostet.
grundsätzlich mal grob hier rein. Das mache ich jetzt schon rein, weil ich ja den Teppich als nächstes reinlegen muss, damit ich danach die Heizung einbauen kann und dann das Armaturenbrett. Darum lege ich das Zeug jetzt schon rein. Anschließend tue ich es aber erst, wenn das Auto TÜV hat. Da habe ich jetzt keine Zeit mehr dazu. Ich will jetzt damit fahren. Den Rest kann ich samstags dann nicht mehr machen. Das heißt, an die Fahrertür die vorkonfektionierten Kabel braun, schwarz, weiß, blau, grün. 5 Stück. Hierher. Und dann geht es mit grün, blau nach hinten weiter. Und ich werde an der Beifahrertür auch nochmal die 5 Farben verlegen, damit ich auch an der Beifahrertür alle Türen aufschließen kann, nicht nur an der Fahrertür. Ist ein ziemliches Wirrwarr immer, ich habe es schon mal in meinem Bus gemacht, aber die Zentralverriegelung funktioniert tadellos, ohne Probleme. Darum habe ich mir gedacht, verbaue ich die in dem Golf auch, mit einer Funkfernsteuerung. Dann haben wir hier blau. Wo wird das denn geteilt? Blau und grün für die Beifahrertür, nämlich genau diese beiden, gehen hier rüber auf die Beifahrerseite und dann geht nach hinten blau-grün. Hier teilt sich es dann an der Stelle. Das heißt, das längere geht an die hintere rechte Tür. Und das kürzere geht an die hintere linke Tür. Also das hier und das hier. Das geht wieder rüber. So, die kann ich ja schon einfädeln. Zum Glück habe ich einen GL-Golf. Der hatte schon eine Zentralverriegelung. Darum sind die ganzen Faltbalge und alles, was man zum Kabel durchführen braucht, schon drin. Durchziehen tue ich das Ganze mit dem
Weiß, Blau, Braun, Grün, Schwarz für die Zentralverriegelung plus ein Lautsprecherkabel. So, kann ich den ganzen Klumpatsch hier durchziehen. Das Lautsprecherkabel lasse ich auch lang genug. Wahrscheinlich kommen die Lautsprecher vorne rein, da brauche ich es gar nicht so lang. Die packe ich jetzt noch zusätzlich in den Spiralschlauch rein, damit die nicht so blöd rumbäumeln. Muss man natürlich wieder mal nicht. Ich mache es aber. Dann habe ich alles zusammen, was zusammengehört. Falls mal was sein sollte. Das erleichtert die Orientierung. Außerdem bleibt alles schön zusammen und nicht ein Draht hängt weg. Verfängt sich, keine Ahnung, in der Scheibenmechanik und fällt dann auseinander. So, sieht das meiner Meinung nach wesentlich besser aus, als wenn ihr alles so einzeln rumbaumelt. So, hier in dem Bereich kommt ja später mal der Radio hin. Wollte ich die Lautsprecherkabel hier irgendwo deponieren, so weit lassen und kürzen dann entsprechend. Muss nur das andere Lautsprecherkabel auch noch hochziehen. Hierher, ungefähr so. So, die Drähte für den Türöffner auf der anderen Seite wollte ich auch da oben rum verlegen. Die können ja ruhig mit dem Lautsprecherkabel zusammenbleiben. Was ich hier auch noch machen werde, ist so jede 20 cm ein Kabelbinder rum, damit auch das Paket zusammenbleibt. Ich will ja im Passagierraum eine separate Lampe anbringen, die mit dem Türkontakt funktioniert. Das heißt, der Türkontakt verbindet sich hier irgendwo mit dem Kontakt nach vorne. Die möchte ich jetzt separat. Dann würde ich die beiden Türkontakte, die nach vorne laufen, abklemmen und dann hier an der mittleren Lampe anklemmen, beziehungsweise an der hinteren. Und das wären die beiden Drähte hier. Muss ich mal noch gucken, wo sie nach vorne verlaufen, damit ich sie möglichst nah dort trennen kann, wo das vordere Licht normalerweise geschaltet wird. Weil wenn ich jetzt hier abzwicke und das kommt gegen die Karosserie, der blanke Draht, dann geht es Innenlicht an. Das will ich ja nicht. Ziemlich weit vorne abschneiden und dann muss ich es aber gut isolieren, dass es nirgendwo mehr an die Karosserie kommen kann. Die Steuerung von der Zentralverriegelung, die packe ich erst zum Schluss dahin, wo sie hingehört, weil ich im Moment noch nicht genau weiß, wohin ich sie eigentlich packen will. So, als nächstes die beiden Drähte von den Türkontakten. Das sind die, die hier aus dem Holm rauskommen. Die zwicke ich jetzt ab. Eigentlich wird es ja schon reichen, wenn ich der von drüben kommt, ziemlich weit vorne abzwicke und dann hier hoch an den anknüpfle und dann hoch Richtung Innenbeleuchtung. Ach, das ist doppelt geschirmt, einmal braun innen und einmal schwarz außenrum. Jetzt muss ich aber unbedingt hingehen und die beiden isolieren mit Schrumpfschlauch, damit die nirgends mehr berühren können und ich dann irgendwelche Fehlschaltungen habe. So, zum Isolieren packe ich hier einfach einen Schrumpfschlauch drüber. Den nicht, der ist zu dünn. Aber den ist dünn genug. Aber den.
Draht selbst und der Kontakt ist durch die Metallbrücke hergestellt. Kann ich hier zumachen, dann ist das Ganze isoliert. Jetzt kann das Ganze hier drin Platz finden, irgendwo im Holm. Und ich werde es jetzt im Holm nach oben ziehen, den Draht, Richtung Lampe. Wie ziehe ich den Draht nach oben? Altbewährte Methode mit meinem Schweißdraht. Wie gesagt, muss kein Schweißdraht sein. Kann auch irgendein anderer Draht sein. Oder auch so ein Durchzugsband vom Bau. Geht auch hervorragend, habe ich auch schon oft gemacht. Gerade wenn es um irgendwelche Ecken rumgeht. Aber ich nehme jetzt das hier. Zack. Und ziehe den Draht im Holm nach oben. Stromdieb lasse ich hier unten irgendwo. Das Ganze eventuell ein bisschen etappenweise. Hier jetzt. Nach oben. Genau. Zack. Und schon hängt er von oben runter. Hier habe ich jetzt einen Draht, der vom Türkontakt Dauer Plus und Dauer Minus kommt. Das ist der normale Lichtdraht vom VW am Golf 2. Braun-Weiß, Rot und Braun. Zusätzlich habe ich hier noch meine gescheiterte Masse, sobald die Zündung eingeschaltet wird. Soll hier Masse drauf liegen, damit zur Innenraumbeleuchtung schneller ausgeschaltet wird. Ja, Zündung, sobald der Motor eingeschaltet wird. Die kommen jetzt hier oben rein, an die normale Halterung, wo es beim Golf eigentlich immer drin ist. Dann ist hier die Innenraumbeleuchtung, die normalerweise drin ist im Auto. Und jetzt muss ich die gleichen Drähte, braun-weiß, rot, braun, hier nach hinten führen. Plus meine geschaltete Masse hier. Habe ich mir jetzt schon mal so Klebeteile ans Dach geklebt. So Klebehaken für Drähte. Gibt es auch in jedem Baumarkt zu kaufen für ein paar Groschen. Die ziehe ich gar nicht fest an, lasse relativ locker. Damit ich nachher mit den Drähten durchfädeln kann. Zum Beispiel geschaltete Masse. Hier nach hinten. Den Türkontakt muss ich natürlich hier nicht nach hinten durchschleifen. Weil hinten habe ich ja einen eigenen Türkontakt. Das heißt, hier kommt nur Rot für Dauer Plus und Dauer Masse nach hinten. Und hier natürlich der Türkontakt nach oben. So, hier muss ich noch blau und grün anknüpseln. Nach hinten führen für Kofferraum. Die Kofferraum-Schließeinrichtung. Und ich brauche noch die gleichen blau und grün vorne im Motorraum, weil ich da noch was Besonderes vorhabe. Aber da weiß ich noch nicht, ob es funktioniert. Drum erzähle ich mal nicht zu viel. Bleibt einfach auf dem Kanal. Dann werdet ihr mehr erfahren. So, liebe Zuschauer, das war's wieder für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm einen Daumen hoch, schreibt das unten in die Kommentare, abonniert auf jeden Fall den Kanal, denn der Kanal wird euch danken, beziehungsweise ich in dem Fall. Wenn ihr das immer schön liked und kommentiert und so weiter, steige ich im Ranking nach oben, wodurch ihr den Kanal unterstützen könnt, damit ihr auch weiterhin Aktionen von mir seht. Nicht nur mit dem E-Auto, das geht so langsam zu Ende, sondern ich habe noch ein paar andere Sachen, die ich euch so zeigen will. Wenn ihr den Kanal auch noch auf andere Art und Weise unterstützen wollt, könnt ihr das gerne bei Patreon machen oder meine Amazon-Wunschliste mal durchschauen. Eventuell ist da was für euch dabei. Ich bin auf jeden Fall für alles dankbar. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es weitergeht, mit meinen lustigen Basteleien rund um E-Auto, Haus oder weiß nicht, was mir sonst noch so einfällt, was ich machen könnte. Damit ihr immer auf dem Laufenden seid, was auf dem Kanal passiert, könnt ihr ihn gerne abonnieren. Aktiviert auch die Glocke, damit ihr immer Nachricht bekommt, wenn ich ein neues Video hochlade. Das ist nicht so nervig wie bei den Kanälen, wo jeden Tag was hochladen. Ich habe leider nicht die Zeit dazu, jeden Tag was hochzuladen. Ich lade nur jede 2 Wochen, 3 Wochen, 4 Wochen was hoch. Also aktiviert auch die Glocke, damit ihr immer die neuesten Nachrichten von mir kriegt. Ich bin auch auf Instagram, Twitter, Facebook und so weiter drauf. Habe mit meiner miserablen Internetverbindung zu Hause und meinem miserablen Handyvertrag kann ich da leider nicht so gut mithalten. Ich probiere es immer, aber ich habe auch noch ein normales Leben nebenher, einen normalen Beruf. Vielleicht schaffen wir mal die 30.000, 40.000 Abonnenten. Dann könnte ich mich mit dem selbstständig machen. Egal, werden wir nicht schaffen. Juckt nicht, ich mache es trotzdem weiter für mich, für euch. Einfach, weil es mir Spaß macht und weil es euch Spaß macht zuzusehen.
könnt auch auf meiner Homepage vorbeischauen, die ich hier unten verlinke, die ich zugegebenermaßen auch etwas stiefmütterlich behandle, aber so nach und nach füllt sich auch hier der Content. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt, DIY Micha baut irgendwas Lustiges. Oder auch Unlustiges, aber Nützliches. Oder auch beides. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Micha.